Einen wunderschönen guten Tag hier aus Wörstadt und heute mein Gast Matthias Sillenbacher bei Juvi. Matthias, Juvi, was ist das? Juvi ist meine Leidenschaft. Juvi ist eine Firma, die von meinem Kumpel Fred und mir gegründet worden ist vor 16 Jahren. Und wir haben eine Firma gegründet, wo wir zuerst mal ein Stück weit in der Region ein kleines Stück Welt verändern wollten. Nämlich mit der Erzeugung von Windstrom wollten wir zeigen, dass man aus der Natur tatsächlich auch Strom gewinnen kann. Und aus dieser kleinen Idee ist heute etwas recht Großes geworden. Wir haben heute eine Firma, die sich rund um erneuerbare Energien mit allen Dienstleistungen beschäftigt und mittlerweile fast 2000 Mitarbeiter hat. Letztes Jahr haben wir zum ersten Mal über 1 Milliarde Umsatz erwirtschaften können. Hat das so angefangen? Ich habe irgendwie gelesen, es hat mit 1 Million angefangen. 1 Million Mark hat das erste Windrad gekostet. Was war das für eine verrückte Idee? Gab es da schon das EEG? Da gab es ein Stromeinspeisegesetz, was verrückterweise von CDU und FDP 91 beschlossen worden ist. Und ein Artikel in einer Zeitung hat tatsächlich mich darauf aufmerksam gemacht, dass es sowas gibt. Denn es gab auch noch viele weitere verrückte Menschen, die gesagt haben, wir wollen aus der Kraft der Natur wollen wir Windstrom produzieren. Und darüber wurde berichtet. Und diese Idee hat mich fasziniert, hat mich inspiriert und gesagt, ja, das mache ich jetzt auch auf dem Bauernhof meiner Eltern. Und ich wollte eben wissen, wie gut der Winter weht, habe mich umgeschaut in der Region und habe dann den Fred kennengelernt, der auf seinem Bauernhof auch Windmessungen gemacht hat. Wir haben uns getroffen bei einer Grumbeersuppe, also das ist eine Kartoffelsuppe, haben gut gegessen und das war sozusagen Verstehen auf den ersten Blick. Wir wollten gemeinsam dann Windräder bauen und haben dann losgelegt. Eine Hürde, die ich zu überwinden hatte und deswegen die 1 Million, das war nicht ganz so einfach, denn mein Vater hat gesagt, ich habe so lange jetzt den Hof aufgebaut und ein bisschen Geld gespart, aber natürlich lange nicht 1 Million. Und er dachte halt, wenn jetzt ein Windrad für 1 Million gekauft wird, dass dann das Risiko so groß ist, dass dann Haushof alles verspielt, die Zukunft verspielt. Deswegen war er dagegen. Und von daher habe ich dann noch ein paar Leute gebraucht bei dem ersten Windrad, die mir geholfen haben, neben Fred mitzufinanzieren. Und das waren dann Freunde und Bekannte, die genauso verrückt waren. Das ist jetzt so 16 Jahre her. Ja. Wie viele Windräder hast du zwischenzeitlich so aufgebaut? Weißt du das ad hoc? Ja, nicht so ganz genau, aber ich schätze mal so 700, 800 waren es jetzt. Ja. Spannend, spannend. Wie ist das? Ich schaue jetzt so im Fernsehen, höre Radio und der Rössler, der findet das ja jetzt doof ein bisschen mit dem EEG, oder? Der findet das nicht so toll. Ich weiß zwar nicht genau warum, welche Ziele er verfolgt, aber klar ist, dass er gerne ein zentrales System haben möchte, wo man über Quersubventionierung gerade die Großindustrie unterstützen kann, wo ja eigentlich doch die FDP die Partei des Mittelstandes sein sollte, aber in dem Punkt never, erlebe ich das gar nicht. Also kann denn Windkraft in der Größenordnung funktionieren, wenn wir die Netze dafür nicht haben? Das ist ja gerade das große Thema, was mich auch mehr oder minder momentan Tag und Nacht umtreibt, dass hier wir uns in die falsche Richtung bewegen. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, Hauptsache Windstrom, egal wo er produziert wird und dann noch vielleicht besser in der Nordsee, da weht der Wind doch kräftiger. Aber stellen wir uns doch mal vor, so ein sparsamer Schwabe, der möchte sich Windstrom aus dem Norden kaufen. Und jetzt bestellt er für 1 Jahr diesen Strom. Und sagt er, ja, ich will nur Strom von da haben. Jetzt weht der Wind gut, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, aber auch da gibt es Flauten in Norddeutschland, dann eben hat er in dem Zeitpunkt keinen Strom. Und der Strom, wenn er dann produziert wird, muss über lange Leitungen bis hin nach Stuttgart transportiert werden. Das kostet Geld, das ist mit Verlusten verbunden.
Und damit er natürlich dann auch in den Zeiten, wo kein Wind weht in der Nordsee, Strom haben könnte, müsste er zwischengespeichert werden. Und diese Rechnung würde der sparsame Schwabe auf keinen Fall bezahlen wollen, wenn er direkt entscheiden könnte, wollte er diesen Strom. Und es ist eben viel günstiger möglich. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir müssen sehr verbrauchsnah unseren Strom aus Wind und Sonne erzeugen, weil diese Ressourcen einfach kostenlos und unendlich zur Verfügung stehen. Und vielleicht ein bisschen anders, als wir das bisher gewohnt sind, wir müssen Windstrom und Solarstrom versuchen, gleichmäßig zu produzieren. Das heißt, wir bauen unsere Windräder zum Beispiel so, dass wir die Generatoren nicht mehr größer machen, sondern vielleicht sogar eher kleiner und die Rotorblätter etwas länger, die Türme etwas höher und erreichen somit auch mit einer leichten Brise schon volle Auslastung der Windräder. Das heißt, wir können auch im Binnenland um die 4000 Vollerstunden, wie sie in der Nordsee zu finden sind, tatsächlich auch erreichen. Dezentral? Dezentral, verbrauchsnah, ohne Transport und möglichst wenig Speicherung. Und das kommt zu dem nächsten Punkt, was eben eine sehr dezentrale Struktur mit sich bringt. Denn wir haben über ganz Deutschland verteilt unsere Windräder. Wenn wir an einer Stelle Windräder aufbauen oder an einer Stelle einen Solarpark Bayern oder an einer Stelle Solar- oder Windpark Nordsee aufbauen, dann sind wir von dem Wetter abhängig, was an dieser einen Stelle ist. Aber wir haben, auch wenn eine Großwetterlage über ganz Deutschland ist, nie an allen Stellen gleichzeitig tatsächlich dasselbe Mikroklima. Das heißt, es kann im Pfälzerwald oder im Erzgebirge oder im Bayerischen Wald oder Schwarzwald oder am Haarstrang irgendwo auch ein Stück weit der Wind wehen. Also wir sind nicht alleine von einer Windregion abhängig, sondern eben von vielen. Also wenn man eine ganz einfache Kalkulation aufmacht, so viel Strom, wie verbraucht wird, müssen wir auch gleichzeitig als Windstrom einspeisen können. 80.000 Megawatt werden in der Spitze mal verbraucht. Das heißt, wir müssen auch 80.000 Megawatt dezentral erzeugen können. Zentral kann das natürlich nicht funktionieren, da müssen wir neue Leitungen bauen, aber dezentral ist es ganz einfach zu integrieren. Und wenn ich 80.000 Megawatt mit 4.000 Vollerstunden multipliziere, kommen 320 Milliarden Kilowattstunden Strom dabei raus. Und wir verbrauchen etwa 600 Milliarden Kilowattstunden Strom. Das heißt, mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs können wir sehr einfach dezentral über Windenergie erzeugen. Ohne Netze zu bauen? Ohne Netze zu bauen. Kleinere Leitungen machen wir heute sowieso schon, wenn wir einen Windpark anbieten wollen. Nee, das interessiert mich nur, weiß das die Engie schon? Weil die sind gerade dabei, irgendwie 30, 40 Milliarden auszugeben. Hast du das dir mal erzählt? Ich persönlich habe es ihr nicht erzählt. Vielleicht weiß sie das. Vielleicht, sie ist ja Physikerin, also verstehen wird sie es bestimmt. Ob sie das durchsetzen möchte, ist eine andere Frage, ob sie es verstehen will. Denn wir sind ja letztes Jahr aus der Atomenergie sozusagen erneut ausgestiegen. Und die Energieversorger haben das natürlich nicht einfach ohne Gegenleistung gemacht. Und ich glaube, dass als Gegenleistung versprochen worden ist, dass die großen vier Energieversorger möglichst viel Offshore-Windenergie nutzen dürfen, weil das zentral ist, weil das mittelständische Unternehmen nicht bauen können aus wirtschaftlicher Kraft und das weiterhin eine Monopol- oder Oligopolstellung erlaubt. Ja, ist das denn vernünftig, wenn man jetzt Netze baut für E.ON und RWE, wenn es parallel dazu dezentrale Lösungen gibt, die günstiger sind und deutlich mehr bringen? Vernünftig ist es nicht und es kostet uns alle natürlich auch viel mehr Geld. Das ist ja selbstverständlich, dass das dann mehr Geld kostet, wenn es anders auch günstiger geht. Und ich würde mal behaupten, dass die Erzeugung des Windstroms, so wie wir es heute vorhaben, uns 2 bis 3 Mal so viel Geld kostet, wie die, oder der Punkt, wenn wir es eben richtig machen, dezentral mit hoher Vollerstundenzahl. Gibt es da irgendwelche Studien oder kannst du das nach? Ist ja schon ein Ding, wenn jemand kommt und sagt, ich kann 50% der Energie mit Wind euch machen. Günstiger. Wie willst du mir das erklären jetzt? Kurz und knapp. Ja, ich glaube, dass ich das eben schon mit Worten gut erklären konnte. Ich will es aber natürlich noch beweisen,
Wir haben uns Winddaten von ganz Deutschland bestellt, mit denen wir, also Echtdaten, mit denen wir das dann simulieren möchten. Diese volkswirtschaftlichen Berechnungen werden wir auch von einem Institut erstellen lassen und damit tatsächlich belegen können, dass wir viele Milliarden pro Jahr an Energieerzeugungskosten sparen können, wenn wir diesen dezentralen Weg gehen mit den entsprechenden angepassten Windkraftanlagen oder angepassten Solaranlagen. Angepasst Solar heißt Nachführanlage, einachsig, super Ertrag. Wann bist du damit fertig? Ich schätze mal 4 bis 6 Wochen. Ich komme dann wieder. Gerne. Und dann erklärst du mir das nochmal und dann nehme ich das mit und bringst denen, die da in Berlin da irgendwas machen. Wir probieren das einfach mal so. Du spielst gern Fußball. Was ist Ente Bagdad? Erklär mir das mal. Ente Bagdad ist der Kult-Fußballverein, bei dem ich seit jetzt mittlerweile 15 Jahren mitspiele. Jeden Samstag auf dem Fußballplatz. Zuerst war es so ein Mini-Boys-Platz. Mittlerweile dürfen wir ja nicht weit von meinem Zuhause entfernt auf einem schönen Rasenplatz jeden Samstag so ein bisschen kicken. Und das ist ein Verein, wo es natürlich auch ums Gewinnen geht, weil Fußball spielen ohne gewinnen zu wollen ist kein Fußball mehr. Aber man geht anders, respektvoller mit seinem Gegner um. Also man versucht nicht auf Teufel komm raus einfach an den Ball zu kommen und den Gegner umzutreten, sondern fair und mit viel Toleranz. Und wir haben ja viele Menschen aus aller Welt haben wir bei uns im Verein und es macht einfach Spaß, Freizeit zu verbringen. Das ist ein toller Verein. Ich bin gespannt, ich werde mir das auch mal anschauen. Ich nenne immer 3 Begriffe und bitte um 3 Assoziationen. Wind. Ist die tollste Art, Energie zu erzeugen. Atomkraft. Sollten wir so schnell als möglich abschalten, nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Liebe. Tja, ist was Tolles, wenn man es findet. Okay, dann noch so eine letzte Frage, das habe ich mir angeguckt im Netz. Green Building, was ist das für ein Projekt? Green Building ist etwas Besonderes. Wir haben natürlich viele Diskussionen mit Gegnern der erneuerbaren Energien gehabt, die gesagt haben, ja, also Energiesparen ist doch das Sinnvollste, damit müssen wir beginnen. Meistens waren es Leute, die selbst mit dem SUV 20 Liter pro 100 Kilometer verbrauchen. Aber trotzdem sollte man seine Überzeugung leben. Und wir haben unsere Überzeugung tatsächlich auch jetzt hier verwirklichen können mit unserem Gebäude. Wir können mehr Strom, mehr Energie durch erneuerbare Energien hier an, auf, im Gebäude erzeugen, als wir selbst verbrauchen, weil wir sehr sparsam mit der Energie umgehen. Und das möchten wir eben nicht nur hier bei unserem Gebäude tun, sondern das möchten wir vielen Menschen auch noch vermitteln. Und deshalb haben wir eine eigene Gesellschaft gegründet, UV Green Buildings, die das eben kann. Das ist ja schon mehr als 100%. 100% heißt deine Aktion schon seit Jahren. In 3 Sätzen, was sind 100%? 100% erneuerbar sind erreichbar, sind ein gutes Gefühl, und erhalten unsere Welt. Ich danke dir für dieses Gespräch und wir sehen uns bald wieder. Gerne. Hab mich sehr wohl gefühlt, tolle Atmosphäre. Ich glaube, es macht Spaß, hier zu arbeiten. Kannst gerne wiederkommen. Dankeschön, das ist sehr freundlich. Ansonsten grüße ich all meine Abonnenten und die Frage beim nächsten Mal ist, wie kommt man von Kommune 1 zu Dschungelcamp und mein Gast Rainer Langhans. Bis zum nächsten Mal.